Hi. Oder eher Ho. Ho, ho. Hi. Hallöchen, Freunde. Und herzlich willkommen zu einer, ja, ich sag mal, Sonderfolge. Yay. Und schon fliegt das Konfetti, alias Rechnungen, die noch zu bezahlen sind. Fröhliche Festtage. Nee, hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir spielen heute ein weihnachtliches Horror-Game, nachdem wir schon ein erntedankmäßiges Horrorgame gespielt haben, vom guten Wieders Game, gibt es jetzt ein neues Game, hat er, glaube ich, hochgeladen, gestern Nacht, hat mich irgendwie pünktlich um 1-2 Uhr eine E-Mail von Itch.io Games, itch.io, wachgerüttelt, mit: Hey, neues Game ist da, lad's dir runter. Ja, hab ich getan, wir gucken rein. Ich erwarte surreale Scheiße. Okay, wir sind scheinbar der Weihnachtsmann. Santa had a lot of presents for the children of this house. But something wasn't right in this place. Der Weihnachtsmann hatte viele Geschenke, aber irgendwann war hier komisch. Er sieht aus, als hätten die hier Eier gelegt. So Insekteneier oder so. Okay, wir spielen den Weihnachtsmann. Und bringen Kindern Spaß und Fun. Okay. Achso, ich soll klicken. Alles klar, okay. Schön, ich war irritiert. Wusste nicht, was ich tun soll. Alles klar. Okay, Geschenke. Kindersbescherung. Der alte Mann war da. Kann ich noch denen was in die Strümpfe tun? Bisschen Kokain. Kinder waren besonders artig. Okay, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin aber auf jeden Fall ein wenig gehypt, nachdem wir das Thanksgiving-Spiel gespielt haben, was viel besser war, als es eigentlich hätte sein dürfen. Also, damit hätte ich echt nicht gerechnet. So, Moment, ich sehe hier drei Schatten. Ich sehe auch da zwei Schatten. Sollen wir da auch was aufstellen, oder? Da kann das wie ein schreiendes Gesicht. Alles klar. Ja. Die Umgebung, man sieht, es ist wieder so ein bisschen, ja, einige sagen manchmal irgendwie, es ist ein bisschen Clay-artig. Ich persönlich finde, das sieht manchmal so ein bisschen aus wie bei Vidas Games, wie wenn du aus Styropor, also Styroporplatten, selber Modellbau betreibst, und, That's a special treat, the wait is over. Was? Was zur Hölle ist das? Alles klar. Okay, Kinderchen, Geschenke. Kommt ran hier, bevor Santa plötzlich tot ist. Er wird schon seine Gründe haben. Okay, das sind diese komischen Kristalle, die hier Schatten drauf machen. Alles klar. Was zur Hölle ist das? Das ist wie eine beknackte Uhr. Okay, ich dachte gerade, das wäre eine Gabel. Alles Klärchen. Schön. Auch hier Geschenke? Oh, Kind war besonders, besonders froh und freundlich. Okay, alles klar. Besonders artig, wollte ich sagen. Oh Gott, das Spiel macht mich nervös. Nee, irgendwie so, keine Ahnung, ist so Modellbau-Style, wenn halt nix, nix Shades oder irgendwie so. Gerade alles frisch bepinselt, sieht aus wie neu. Wie gesagt, hat so ein bisschen Plastik-Look, finde ich. Da soll ich bestimmt von irgendwas ablenken. Ah, hi! Was geht? Öfter hier? Stehst du auch draußen rum? Schön. Ho, ho, ho. Draußen vom Wald komme ich her. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss Geschenke verteilen, aber schon halber nicht hier. Alles klar. Schön.
Hi, Klärchen. Freunde, was geht? Weihnachten. Hey, Festtage. Happy. Horrorspiele. Bett. Mach keinen Scheiß. Ich weiß davon nix. Ho, ho, ho. Ich bring Geschenke und so. Please don't hurt my children. Leave us alone. I'll do anything. Ah! Hey, du geht out. Alles klar. Der Weihnachtsmann wird zerrissen. Ich konnte es doch nicht wissen. Wo sind die Kekse und die Milch? Ich glaube, den Zucker kriege ich gleich. Alter, das ist laut. Ei. Unangenehm, 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 unangenehm. Ich versuche doch. Ich versuche es. Ich will gar nicht hinter mich gucken. Los! Raus hier! Chimney doesn't exist. Was? Alter Schwede, alles klar. Nein, ich will nicht quit to menu. Ich will das Spiel ein bisschen leiser machen. Ein Moment mal eben. Alter Schwede. Meine Maus. Das ist meine Maus. Direkt hier Krise. So, von 50 auf 25. Ich hoffe, das reicht. Huh, RIP an alle Kopfhörer. Hei, 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 hei. Boah, und vor allem, das ist so, ich weiß nicht genau, ich... War wie das der Typ, der auch Bienenneurale Beats, oder wie heißen die? Der die verwendet in seinen Games? Boah, die Schatten hier von den Teilen da oben sehen aus, als würden hier irgendwo Schatten an den Wänden stehen. Alles klar. Okay, ich kann nicht mehr hoch. Warum? Weil ich durch die Eingangstüre raus. Was ich tun soll. Die Türe da vorne war ja zu. Door doesn't exist. Ah! Wobbel, wobbel, wobbel. Santa woke up inside the walls of the house. It was claustrophobic. but through those walls he could see infinite emptiness. Okay. Ich bin also claustrophobisch. Ich habe Angst vor Santa. Alles klar, okay. Ja, zu den wunderschönen Windmühlen und ihrem Design habe ich eben schon was gesagt. Oh, ein trauriger Smiley. Darf ich durch? Achso. Ah, ja, ist klar. Oh nein. Oh nein. Wir werden gleich von irgendwas verfolgt und ich muss diese Türen öffnen, oder? Oder will wie das, dass wir das... Me and my family bought the house 2 months ago before it happened. Denken. We assumed someone was messing with us or even that it was haunted by spirits. Last thing I remember seeing was a headless man standing in the doorway. And look at me now. Can't move. I can only talk to someone I can't even see. A head in a bag. A head in the bag. Okay, alles klar. Okay, schön. Also wieder mal, das, was schon viele gesagt haben, dieses einfach, wie das ist einfach so King, was surreale Scheiße angeht. Alter Schwede, ist das strange. Ist das der Kopf im Bag? Hello. I hear you nearby. Scheinbar. The house is not haunted. It's not. The house is just waiting for a special... Ah, ich verstehe. Die Mutti wollte mir eben Zucker geben und jetzt soll ich dem Haus Zucker geben. Bruderzucker, habe ich ganz viel dabei.
schließt sich der Kreis zu, ich hau den Kindern so ein bisschen Kokain in den Strumpf, ne? Alles klar, schön. Mein Name ist Klaus, ich lauf durchs Haus und raube kleine Kinder aus. Just when I was about to leave for work, his head was gone, but he was still somehow able to walk towards me. And that's where it ended. It's waiting for a special one. I saw it. And I can still hear it. The house itself is crying. Waiting. I can feel its hunger, even after all these years. Okay, Soundkulisse ist echt nice. Ja, also ich finde generell bei wie das so, es stimmt irgendwie immer. Immer alles, auch hier dieses mit hier inmitten von Zeit und Raum, Sonne und Mond umkreisen uns gleichzeitig. Ich habe gerade irgendwo ein Krrk gehört. Das ist kein gutes Zeichen. Hört man nicht gerne in so einer Horrorwelt. Nee, sind wir vielleicht der kopflose Mann? Haben wir den Kindern ein paar Köpfe gegeben? Ihr Pisa Studio und Co. brauchen ein paar mehr Köpfe. Gibt auch bessere Noten. Alles klar. Okay, Kinas, los jedet. Bossfight nach Weihnachtsbaum. Special abilities. That's a feast worth waiting for. You are finally here. Das Hören spricht mit uns. Oh. Was für ein Vergnügen. Das werde ich ja richtig genießen. Schön, okay, ich kann nicht mehr rennen. Eben konnte ich rennen, aber hier irgendwie nicht in dieser komischen Windmühlenwelt. Okay. Noch Fragen, was haben wir denn jetzt wieder hier Geschichte aus dem Sack? Schreie aus 1911 und 12. Bringe Kindern Spiel und Spaß. Beim nächsten Scare ist die Hose. Auf jeden Fall tüchtig gefühlt. It used us to lure you in. I know you couldn't save my family, but I hope you can still save yourself. It's the house. It's not a building. It's a plant. A virus rooted on the surface of the earth. A being from centuries ago. Get out while you still can. The door is closing. Okay. Ich kann immer noch nicht rennen. Ich muss raus. Pflanzen. Das würde diese Wurzeln hier erklären, die so ein bisschen adernmäßig aussehen. Okay, da hinten sehen wir Licht, aber du bist doch bestimmt jetzt in vollkommener Dunkelheit irgendwie. Servus. Schnell in den Kristall. Los, jedet. Ab da Hause. Ich war gerade überlegen, ich glaube, wie das hat, glaube ich, auch schon mal ein Game rausgebracht mit, wo das Haus irgendwie eine Pflanze war oder du hattest eine Pflanze im Haus, irgendwie sowas. Ey, das ist ja schön. Habe ich noch Geschenke? Nein? Okay, das Kind war unartig, da kommt der Krampus. Der Krampfuß, den hab ich irgendwie. Ich weiß nicht ganz warum, mir tut's Bein die ganze Zeit weh. Ja. Gern geschehen, ich bin der Sacknachtsmann. Einmal hier alle um mich herum versammeln, jeder darf den Sack mal anfassen. Ich zeige euch gerne meinen Beutlin. Ich hatte gerade gemeint, ahead. Entschuldigung, ahead of you. Also, vor dir. You did your best. Presents for the children. And that is all the 10 tasks of you. You will be remembered. That's you true. Will be remembered.
Okay. Man erinnert sich an... Found you. Mich. Ach du Heilige! Okay, corrupted. Ah, schön. Alles klärchen. Void Home. Leeres Haus. Oder leeres Zuhause. Alles klar. Nice. Boah, war das unangenehm. Die Spiele sind, also... Ja, es gibt halt hier und da immer so ein paar Jumpscares und Co. Vor allem dieses, oh, du drehst dich einmal um und irgendwas steht hinter dir und fupp, weg ist es. So, das macht er irgendwie auch öfter. Das war nett. Also ich persönlich muss immer sagen, so wie, hoppala, wie das Games sind für mich jetzt nicht so unglaublich krasser Horror, sondern eher so diese spannende, ich sag mal so spannende, prickelnde Erfahrung irgendwie. So weniger Horrorspiel, mehr Erlebnis. Aber gut, alles klar. Ja, das war jetzt heute an Weihnachten. Void Home, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt am 25. und 26. werden auch nochmal Videos rauskommen. Die nehmen wir jetzt gleich im Anschluss direkt auf. Deswegen, ich freue mich. Da wird schon gesagt, Mindfuck. Wie das Games gleich Mindfuck. Ja, so ein bisschen. Ne, ich liebe alles von ihm, was ich bis jetzt gesehen hatte, also selbst gespielt und auch gesehen hatte, weil die meisten Sachen habe ich, die älteren vor allem, die habe ich eher gesehen. Aber die würde ich tatsächlich auch nochmal nachspielen und auch nochmal für uns alle hier mit aufnehmen. Ja, denn wie immer, ich sage ho 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 noch einmal und danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Ciao.